Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch in diesem Video gerne die Unterschiede zwischen dem Shark FlexStyler und eben auch dem Dyson Airwrap aufzeigen. Ich hatte dazu bereits schon mal ein Video gemacht, aber viele von euch fanden es ein bisschen zu umständlich erklärt. Das ist zumindest das Feedback, was ich von euch bekommen habe. Und ich nehme mir euer Feedback natürlich zu Herzen. Und deswegen wollte ich das Ganze nochmal etwas klarer und auch etwas verständlicher für euch erklären. Ich würde sagen, falls ihr gerade am Hadern seid, welches Gerät es denn werden soll und euch nicht entscheiden könnt, dann seid ihr in diesem Video auf jeden Fall genau richtig und solltet jetzt auf alle Fälle dranbleiben. Ich starte als allererstes mit der Verpackung. Die beiden Geräte kommen in unterschiedlichen Verpackungen und ich muss direkt sagen, die Verpackung vom Dyson Airwrap ist natürlich viel aufwendiger und hochwertiger gestaltet als die Verpackung vom Shark FlexStyler. Ich kann euch aber direkt dazu sagen, ich habe die Boxen beide bisher noch gar nicht verwendet, weil sie zum Reisen einfach unpraktisch sind und aus meiner Sicht viel zu schwer und unhandlich irgendwie sind. Deswegen würde ich sagen, ist das ein Punkt, der für mich überhaupt nicht ins Gewicht fällt, weil ich die Boxen beide nicht benutze. Wenn wir zum Body kommen, dann kommen wir schon zu Unterschieden, die ich doch etwas bedeutsamer finde. Und zwar ist der Dyson Airwrap einfach von der Handhabung deutlich intuitiver und auch leichter in der Handhabung. Ich zeige euch jetzt gleich mal, woran das liegt. Hier seht ihr auf jeden Fall schon mal die Bodies von beiden Geräten. Hier auf der einen Seite seht ihr den Shark FlexStyler Body. Da kommen ja die Aufsätze oben drauf und hier im Vergleich dazu den Dyson Airwrap. Und natürlich seht ihr auf den ersten Blick, das sind unterschiedliche Farben. Den Shark FlexStyler gibt es, meine ich, in Silber, in Schwarz und aktuell auch noch in Blau. Und den Dyson Airwrap gibt es in ein wenig mehr Farben und da gibt es immer mal wieder Special Editions. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sondern wenn ihr euch mal anguckt, wie die Knöpfe zum Beispiel gelegt sind, dann haben wir hier beim Shark FlexStyler hier ganz, ganz unten den Ein- und Ausschaltknopf. Dann haben wir hier den Knopf, mit dem wir die Hitzestufen steuern können, die drei verschiedenen, und eben den Luftstrom. Und hier oben ist der Coolshot sozusagen, da schaltet man in den Kühlmodus. Und wenn ihr jetzt mal guckt, so ganz intuitiv, würde ich wahrscheinlich den Shark FlexStyler so in die Hand nehmen. Das kann ich aber nicht, weil ich damit die Knöpfe verdecke. Das bedeutet, ich schiebe den hier immer mit meiner Hand so ein bisschen nach oben, schalte ihn hier ein und aus und dann bewege ich meine Hand hier nach oben, um den Coolshot zu aktivieren. So, und wenn wir uns das im direkten Vergleich mit dem Dyson Airwrap angucken, dann könnt ihr sehen, hier in der Mitte, beziehungsweise deutlich weiter oben, sind hier die Knöpfe. Das heißt, wir haben die Knöpfe alle relativ nah beieinander. Hier findet man auf der äußeren Seite eben den Knopf, um die Hitzeeinstellungen zu steuern. Hier auf der anderen Seite stellt man den Luftstrom ein. Und hier in der Mitte schiebt man den Knopf nach oben, dann schaltet sich das Gerät ein. Und wenn man den Knopf nach oben schiebt, dann schaltet man in den Coolshot. Das geht relativ intuitiv. Ich zeige euch das mal. In der Regel wechsle ich während dem Styling jetzt nicht zwischen den Hitzestufen, sondern was für mich wichtig ist, ist der Ein- und Ausschaltknopf und natürlich auch der Coolshot. Das sind eigentlich so die Buttons, die ich am häufigsten benutze. Ganz intuitiv würde man hier mit der Hand umgreifen und versuchen, das mit dem Daumen zum Beispiel zu steuern. So wie ich das hier zum Beispiel beim Dyson Airwrap machen kann. Das funktioniert hier aber beim Shark FlexStyler nicht, weil man theoretisch die Hand immer von oben nach unten bewegen muss. Das ist für mich etwas, das habe ich in meinem letzten Video schon gesagt, aber ich glaube, ich habe es euch nicht so gezeigt, damit es leichter verständlich ist. Das ist für mich ein Minuspunkt, sage ich jetzt mal, beim Shark FlexStyler, weil er einfach ein bisschen unhandlicher ist. Also es ist einfach, während man stylt, einfach ein bisschen unpraktisch. Aber wenn wir dann zu einem Preisunterschied von bis zu 300 Euro kommen, dann
ist es tatsächlich etwas, wo ich sage, da wäre mir die Handhabung vielleicht nicht so wichtig. Aber ich finde, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich euch auf jeden Fall zeigen wollte. Es gibt auch noch einen weiteren Unterschied zwischen den Bodies. Das ist definitiv ein absoluter Pluspunkt für den Shark Flex Styler. Man kann nämlich beim Shark Flex Styler den Body umlegen, wenn man seine Haare füllen möchte. Und das kann man zum Beispiel beim Dyson Airwrap nicht. Ich zeige euch gleich mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar gibt es hier einen Knopf, den schiebt man nach unten. Und dann kann man den Body einfach hier so umlegen und dann kann man eigentlich so seine Haare föhnen, was ich sehr, sehr praktisch finde. Die beiden Geräte kommen natürlich auch mit unterschiedlichen Aufsätzen und da möchte ich gar nicht so intensiv drauf eingehen, sondern auf die wesentlichen Unterschiede, denn den Dyson Airwrap kann man individualisieren, das heißt, da sind nicht immer die gleichen Aufsätze mit dabei und beim Shark Flex Styler gibt es da auch unterschiedliche Pakete. Da ich eben schon über das Thema Föhnen gesprochen habe und euch die Unterschiede beim Föhnen so ein bisschen gezeigt habe, zeige ich euch jetzt direkt die Föhnaufsätze. Beim Shark Flex Styler ist hier ein ganz klassischer Föhnaufsatz hier mit dabei, obwohl man den Shark Flex Styler ja theoretisch auch ohne Föhnaufsatz nutzen könnte. Was aber ganz gut bei dem Aufsatz ist, ist, dass der Ausgang hier vorne so ein bisschen schmaler ist. Das bedeutet, man kann damit den Luftstrom bzw. die Luft, die da rauskommt, sehr, sehr gut steuern und kann damit sehr gezielt zum Beispiel im Abschluss nach dem Haareföhnen auch nochmal in die Kühlfunktion schalten und nochmal über die Strähnen drüber gehen, ohne dass die Strähnen einfach so die ganzen Haare aufwirbeln und nochmal durchflattern, sondern mit diesem gezielten Aufsatz kann man steuern, eben zum Beispiel, dass die Luft hier von oben nach unten kommt und die Haare dadurch einfach nochmal ein richtig schönes Finish bekommen. Dyson hat sich da natürlich nochmal einiges mehr einfallen lassen. Und zwar hat man einen sehr multifunktionalen Aufsatz zum Föhnen der Haare. Ich zeige ihn euch mal, damit ihr ihn hier auch ganz gut sehen könnt und damit ich das Ganze auch besser erklären kann. Und zwar seht ihr hier ganz oben rechts und links Pfeile. Das heißt, ihr könnt einstellen, indem ihr hier dieses obere Teil hier nach rechts und nach links bewegt, ob der Luftstrom eben hier von rechts oder von links kommen soll. Das heißt, ihr entscheidet die jeweilige Richtung und dann könnt ihr natürlich auch steuern, dass der Luftstrom eben nur aus einer Seite rauskommt und das ist dann diese Seite hier und der Aufsatz ist dementsprechend sehr flexibel einstellbar und bietet eben auch die Funktion, dass man dann zum Beispiel auch nochmal ein kühles Finish zum Beispiel erzielen kann und dafür die jeweilige Seite auswählt und da eben auch von oben nach unten föhnt. Ja, das ist etwas, wo man sich natürlich überlegen muss, ob man das tatsächlich unbedingt braucht. Ich benutze es relativ selten. Ich föhne eigentlich ganz klassisch. Aber natürlich wollte ich euch das auch zeigen, weil es einfach zwei unterschiedliche Föhnaufsätze sind. Beide erfüllen natürlich ihren Zweck. Aber Dyson hat da tatsächlich noch mal ein paar mehr Funktionen und ein paar mehr Innovationen reingepackt. Aber wie gesagt, das ist Schnickschnack und man muss sich natürlich am Ende des Tages auch überlegen, ob man das wirklich nutzt und ob man es natürlich auch tatsächlich braucht. Nun kommen wir zu den Lockenaufsätzen, die in den Sets integriert sind und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen verwirrend, weil eben in beiden Sets zwei Lockenaufsätze mit dabei sind. Allerdings unterscheiden sich die Lockenaufsätze voneinander. Beim Dyson sind nämlich zwei Lockenaufsätze mit dabei, die eine unterschiedliche Größe eben auch haben. Der kleinere Aufsatz, das ist dieser hier, hat 30 mm. Das heißt, er ist in erster Linie dazu gedacht, um eben kleinere und engere Locken zu machen, wie ich sie jetzt zum Beispiel hier trage. Und der andere Aufsatz ist eben für deutlich größere Locken und natürlich auch super für Föhnfrisuren. Und man hat den Vorteil bei den Aufsätzen vom Dyson Airwrap, dass man eben für beide Seiten nur einen Aufsatz braucht, weil man einfach die Möglichkeit hat, die Ausrichtung der Locke zu steuern. Ich zeige euch das hier vorne mal, damit ihr das natürlich auch sehen könnt.
Hier gibt es vorne einen Pfeil, der nach rechts und der nach links zeigt. Und indem man diese Spitze hier einfach greift, kann man entscheiden, ob man es jetzt nach rechts oder nach links ausrichtet. Da ist auch so ein kleiner Pfeil mit dabei. Und das ist insofern super praktisch, weil man einfach während des Stylings nicht mehr die Lockenaufsätze wechseln muss. Das heißt, ich kann die rechte und die linke Seite mit dem gleichen Aufsatz stylen und kann mit dem Pfeil bzw. mit dieser Funktion eben entscheiden, in welche Richtung die Locke ausgerichtet werden sollen. Im Vergleich dazu hat Shark FlexStyler auch zwei Aufsätze mit dabei. Allerdings haben die gleiche Größe und es sind deswegen zwei, weil man eben für die jeweilige Seite einen Aufsatz braucht. Und die Aufsätze sind tatsächlich auch noch markiert. Und zwar, hier seht ihr erstmal die Aufsätze. Ich hoffe, das kann man ganz gut sehen. Und die Aufsätze sind eben noch mit rechts und mit links markiert. Das bedeutet, ich hoffe, man sieht das ganz gut, damit man direkt weiß, für die jeweilige Seite, welchen Aufsatz man nehmen soll, ist das ganz gut markiert. Und das finde ich eine super Funktion, weil man dann nicht immer mit den Pfeilen gucken muss, dass man den richtigen Aufsatz nimmt. Aber im Vergleich vom Dyson Airwrap zum Shark FlexStyler muss ich natürlich mit dazu sagen, die Variante vom Dyson Airwrap ist deutlich praktischer. Man muss den Aufsatz nicht mehr wechseln und hat eben einen Aufsatz für den kompletten Kopf und kann das mit einem Klick eben steuern, in welche Richtung die Locke gehen sollen. Und beim Shark FlexStyler hat man eben zwei Aufsätze, einen für rechts, einen für links und muss natürlich zwischendurch die Aufsätze wechseln, aber das geht auch super easy. Also das geht so schnell, wenn ihr mal guckt, ich zeige euch das mal, das ist in einer Sekunde drauf und das geht so schnell, dass das jetzt etwas ist, wo ich sage, das ist jetzt nicht unbedingt ein Minuspunkt, sondern es ist einfach eine andere Funktionsweise. Bei den Bürsten unterscheiden sich die Geräte auch wieder wesentlich voneinander, denn die Rundbürsten beispielsweise sehen auf den ersten Blick schon mal komplett unterschiedlich aus. Die Rundbürste vom Shark FlexStyler ist viel, viel größer und für mich persönlich auch die bessere Variante, weil ich damit einfach viel, viel besser meine Haare stylen kann. Die Rundbürste ist größer und hat einfach unterschiedliche Borsten, die so ein bisschen die Definition der Haare auch unterstützen, und die Rundbürste vom Dyson Airwrap ist deutlich kleiner, es soll eine Volumenbürste sein und damit kann man sicherlich Volumen machen, aber sie greift zum einen weniger Haare, wie ich finde, und zum anderen zieht sie bei mir ganz schön und reißt mir auch so ein bisschen die Haare raus. Also deswegen benutze ich die Rundbürste vom Dyson Airwrap sehr, sehr selten und wiederum die Rundbürste vom Shark FlexStyler deutlich häufiger, weil sie für meinen Haartyp einfach deutlich geeigneter ist. Ich damit schöne Föhnfrisuren machen kann, die Haare damit schön trocken föhnen kann, aber gleichzeitig auch ein richtig schönes Volumen reinzaubern kann. Bei beiden Geräten ist ja auch noch eine Bürste zum Glattföhnen der Haare mit dabei. Und ja, da sieht man direkt auch einen Unterschied. Die Borsten sind einfach komplett unterschiedlich. Die Bürste vom Shark FlexStyler sieht einer herkömmlichen Bürste deutlich ähnlicher und eignet sich für mich optimal, um meine Haare damit zu glätten. Aber da muss ich wieder den Pluspunkt an Dyson rüberspielen. Ich finde, dass die Smoothing Brush von Dyson wirklich perfekt ist. Ich schaffe es wirklich in 5 bis 10 Minuten super unkompliziert und schnell meine Haare damit glatt zu föhnen und muss danach nicht unbedingt nochmal ein Glätteisen nehmen, weil ich einfach super gestylte, glatte Haare auch habe. Und deswegen ist die für mich einfach unverwechselbar gut und ich bin ganz, ganz großer Fan davon. Und die Smoothing-Bürste vom Dyson Airwrap arbeitet auch mit dem Quanda-Effekt, was einfach bedeutet, die Haare werden eben vom Quanda-Effekt angezogen und es sorgt einfach dafür, dass das Styling leichter ist und man die Haare damit wirklich toll stylen kann. Ja, und die Borstenstruktur unterscheidet sich, wie man sehen kann, natürlich auch voneinander, aber da kann ich jetzt nicht wirklich im Detail was dazu sagen. Ich kann einfach nur sagen, dass die Stylings für mich mit der Smoothing Brush vom Dyson Airwrap einfach viel, viel besser funktionieren. Ja, und damit es nicht zu Verwirrung kommt, beim Dyson Airwrap Set sind zwei Smoothing-Bürsten mit dabei. Das liegt zum einen daran, dass eine davon eben für dickeres und festeres Haar gedacht ist und die andere Bürste ist eher für feines Haar gedacht.
Beim Shark Flex Style ist nur eine Bürste dabei. Das finde ich vom Gedanken her viel, viel sinnvoller, weil warum braucht man in einem Set zwei verschiedene Bürsten? Ich sag's euch ehrlich, ich habe bei den Smoothing-Bürsten vom Dyson Airwrap bisher immer nur die feste Smoothing-Bürste genommen und noch nie die feine Smoothing-Bürste, weil ich sie natürlich einfach nicht brauche. Offensichtlich habe ich keine feinen Haare und deswegen habe ich sie bisher noch nicht hergenommen. Deswegen fände ich es fast eigentlich sinnvoller, wenn Dyson den Preis reduziert und eine Bürste zum Beispiel rauslässt, weil beide braucht man nicht. Last but not least kommen wir noch zu einem Unterschied, den ich auch schon mal erwähnt habe, den ich einfach auch nochmal mit auch dazugeben möchte. Bei den beiden Geräten wird die Strähne ja vom Quanda-Effekt nennt sich es beim Dyson Airwrap und beim Shark Flex Style vom Luftstrom angesogen. Und da kann man im direkten Vergleich miteinander sehen und auch sagen, dass der Luftstrom beim Dyson Airwrap einfach viel, viel stärker ist. Die Strähne wird deutlich enger um den Lockenaufsatz drumherum gewickelt. Der Quanda-Effekt kann deutlich mehr Strähnen um den Lockenaufsatz drumherum legen. Und im Vergleich dazu muss man beim Shark Flex Style sagen, funktioniert der Luftstrom auch gut. Die Strähne legt sich lockerer um den Lockenaufsatz drumherum. Und ich finde, dass sie ein bisschen weniger Strähnen einfach auch greift. Deswegen arbeite ich da immer eher mit ein bisschen kleineren Strähnen. Aber im Grundsatz erzielt man mit beiden Geräten ein sehr, sehr ähnliches Ergebnis. Das ist das Interessante. Aber Dyson hat halt einfach das Thema Luftstrom perfektioniert und das funktioniert wirklich so, so gut. Das ist im Vergleich dazu, wenn man das sieht, beim Shark Flex Style einfach ein bisschen schwächer ist. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, welches Gerät würde ich mir kaufen, wenn ich jetzt beides noch nicht hätte, dann wäre die Frage eine schwierige. Ich würde sagen, bei einem Unterschied von 300 Euro würde ich mich vermutlich für den Shark Flex Style entscheiden, weil ich finde, dass es ein sehr, sehr gutes Gerät ist und Preis-Leistung stärker im Verhältnis steht als jetzt beim Dyson Airwrap. Und beim Dyson Airwrap ist es halt auch einfach so, ich denke mal, dass es für viele auch ein Statussymbol ist, irgendwie was Besonderes ist, was es jetzt für mich nicht ist, das möchte ich nochmal mit dazu sagen. Und natürlich hat Dyson eine wahnsinnig gute Qualität in allem, was sie machen, ein richtig tolles Design, aber ich finde einfach 600 Euro oder 500 bis 600 Euro einfach richtig teuer. So, und als ich mir den Dyson Airwrap mal gekauft habe, ja, da gab es keine Alternative und ich habe viel Zeit gespart durch den Dyson Airwrap und viel schöne Stylings auch gemacht und deswegen bereue ich den Kauf auf gar keinen Fall, aber ich würde in dem Fall sagen, es lohnt sich auf alle Fälle drüber nachzudenken, ob man sich nicht vielleicht einen Shark Flex Style kauft anstatt einem Dyson Airwrap, vor allem wenn man jetzt sagt, man hat die finanziellen Möglichkeiten nicht oder man möchte es einfach nicht ausgeben. Zusammenfassend auch nochmal für euch, also ich muss sagen, beides sind sehr, sehr gute Geräte. Was mich wahrscheinlich so ein bisschen langfristig nervt oder auch genervt hat, ist einfach die Handhabung beim Shark Flex Style. Das ist, denke ich mal, auch so das Einzige, wo ich sage, wahrscheinlich würde ich mich langfristig dran gewöhnen, aber es ist einfach beim Dyson Airwrap deutlich intuitiver und funktioniert einfach deutlich leichter und entspannter. Bei allem anderen finde ich, ist es eine Geschmackssache, weil die Geräte unterscheiden sich einfach ein bisschen voneinander, ob das jetzt die Föhnfunktion beim Shark Flex Style ist, eben, dass man ja den Body umlegen kann und damit irgendwie deutlich cooler die Haare föhnen kann oder ob man jetzt sagt, es ist einem eine Rundbürste total wichtig und da möchte man lieber eine größere als eine kleinere und so weiter. Also da muss man individuell gucken, was ist einem wichtig und was möchte man haben und wenn man Geld sparen möchte, dann ist auf jeden Fall der Shark Flex Style die bessere Alternative. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Ich hoffe, es hat auch nochmal für euch auf den Punkt gebracht, wo für mich die Unterschiede zwischen den beiden Geräten liegen. Und vielleicht erleichtert es euch ja auch die Entscheidung, welches Gerät ihr euch zulegen sollt oder welches Gerät ihr verschenken wollt. Es ist ja bald Weihnachten.
Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr die sehr, sehr gerne unten im Kommentarfeld platzieren. Da schaue ich natürlich auch, dass ich euch immer zeitnah antworte. Und wenn ihr mir schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne im Kommentarfeld tun. Oder ihr schreibt mir auf Instagram. Dort findet ihr mich unter itselsa.hairstyles. Ich schreibe euch das aber auch unten nochmal in die Infobox. Dort könnt ihr mir auch direkt einfach schreiben. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Denkt also unbedingt dran, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren und natürlich auch die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mich auch wissen lasst, ob das Video hilfreich für euch war. Das könnt ihr ganz easy auch machen, indem ihr mir einen Daumen nach oben hinterlasst. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch und verabschiede mich aus diesem Video von euch.